Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zum vorletzten Teil der Top-Liste 2015 bei mir. Beim letzten Mal habe ich ja den Tipp gegeben, dass es rollenspiellastig wird. Und das gilt ja für beide Listen. Also für die Top-Liste jetzt, gerade die vorderen Plätze sind sehr rollenspiellastig. Aber auch meine Most Wanted-Liste für 2016 ist überwiegend sehr rollenspiellastig. Fällt mir immer wieder selber auf. Ich habe auch einen Kommentar gelesen, der genau noch die Plätze bestimmt hat, so wie sie wirklich kommen. Hätte derjenige es oder andere auch das vor zwei, drei Folgen geschrieben, exakt jeden Platz, das wäre echt krass beeindruckend. Aber ich glaube, mittlerweile kann man sich denken, was da noch so kommt. Egal, ist doch scheißegal. Wir fangen einfach mal an. Platz 4 ist bei mir Fallout 4. Ja, Fallout 4 ist so ein Spiel. Ich muss dazu sagen, als das angekündigt worden ist, war ich völlig aus dem Häuschen. Aus dem Grund, weil Fallout 3 für mich immer noch eins der absolut besten Spiele ist, die ich jemals gezockt habe. Das hat mich damals so krass in den Bann gezogen. Muss man allerdings auch sagen, auch damals hatte ich schon so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, da überhaupt erstmal reinzukommen. Damals war das so, ich habe mir das geholt, es hat mich vollkommen angesprochen. Ich habe es ungefähr 5 bis 10 Stunden gezockt und dann erstmal liegen lassen. Das habe ich übrigens auch mit Skyrim gemacht. Nur habe ich Skyrim nicht nochmal angefasst. Skandal, ich weiß. Und genau das gleiche ist mit Fallout 4. Ich muss dazu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Der Anfang hat mir zum Beispiel in Fallout 3 besser gefallen. Ich habe trotzdem Fallout 4 bei weitem noch nicht so ausgiebig gezockt, wie ich es vorhatte. Aus verschiedensten Gründen. Unter anderem hat es mich, wie gesagt, noch nicht so wirklich reingezogen. Zeitgründe. Jetzt zu Ende des Jahres 2015 waren dann noch so also ein bisschen paar private Gründe, warum das noch nicht so wirklich gezockt worden ist, muss man dazu sagen. Was ich gesehen habe von dem Spiel, was ich gespielt habe, sagt mir vollkommen zu. Es ist wirklich sehr, sehr geil. Es hat viele coole Neuerungen, gerade mit dem Crafting-System. Mir gefällt die Optik. Trotz allem, auch wenn sie bei weitem nicht auf dem aktuellen Standard ist, aber mir gefällt halt die Optik, wie sie rübergebracht worden ist mit diesem ganzen Design und alles. Die Monster, die Gegner, die Figuren selber, die Umgebung und so weiter. Das ist alles cool, absolut. Nur ich bin noch leider Gottes nicht so wirklich reingekommen in das Spiel. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Es sind, wie gesagt, mehrere Gründe, aber wie gesagt, was ich gesehen habe, absolut top, sollte jeder gezockt haben. Allgemein so die Top 5, die ich bei mir gewählt habe, bin ich der Meinung, sollte man auf jeden Fall gezockt haben als Spielefan. Und Fallout 4 gehört halt dazu. Ich hoffe, ich wünsche es für mich selber, weil ich mich sehrmaßen auf dieses Spiel gefreut habe. Ich habe es die ganze Zeit erwartet, dass ich da nochmal reinkomme. Aber dafür braucht man natürlich auch Zeit und auch ein bisschen den Kopf frei für sowas. Ist halt was anderes, als mal kurz nebenbei ein Multiplayer-Spiel zu zocken. Da muss man sich schon richtig drauf einlassen und ich hoffe, es kommt für mich nochmal demnächst. Ich hoffe es wirklich. Also, Fallout 4 muss trotz allem auf die Liste, weil das, wie gesagt, was ich gezockt habe, super geil. Super, super geil. Genau mein Ding eigentlich. Gut, dann haben wir Platz 3. Auch ein Rollenspiel, was komplett in eine ganz andere Richtung geht. Eine ganz andere Richtung. Bei mir ist Platz 3 Bloodborne. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gerungen mit mir, mache ich Bloodborne jetzt auf Platz 2 oder Platz 3, also zwischen Platz 2 und 3. Jetzt kurz vor der Aufnahme habe ich schon überlegt, willst du es nicht doch nochmal tauschen? Ist auch scheißegal. Also Platz 2 und 3 sind für mich wirklich ebenbürtig, absolut. Bloodborne, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach von vorn bis hinten super geil. Absoluter Pflichttitel für jeden PlayStation 4-Spieler, der einfach mal Bock hat auf ein perfekt designtes Spiel. Dieses Art-Design von diesem Spiel ist überragend, das Gegner-Design ist überragend, die Steuerung macht unnormal Bock, das Kampfsystem ist einfach saugeil, es geht in eine andere Richtung, ein bisschen als Dark Souls, bisschen schneller und so weiter, aber genau das hat mir zugesagt. Unnormal geiles Spiel, super fette Bossfights. Was soll ich dazu sagen? Es macht halt alles das, was es machen will, macht es für mich persönlich perfekt. Einfach. Bin ich eigentlich absolut der Story-Typ. Ja, ich bin absolut der Story-Typ eigentlich in allen Spielen. Wenn die Story gut ist, dann kann ich über viele Sachen hinwegsehen.
Nur haben wir hier in dieser Folge zwei Beispiele, die jetzt nicht so eine fette Story haben und Bloodborne auch nicht wirklich. Also zumindest wird die nicht so klassisch erzählt wie in anderen Spielen. Wenn man sich da so ein bisschen in die Items reinliest, dann erfährt man schon so ein bisschen, aber das habe ich auch gar nicht gebraucht, weil das Spiel einfach unnormal motivierend ist, sich da durchzufighten. Jedes Mal ist es eine Herausforderung und absolut geniales Spiel, muss man gezockt haben. Und ich freue mich auch sehr krass auf Dark Souls 3. Also, ja, gut. Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen, Leute. Also, holt es euch. Wer eine PS4 hat, holt euch das Spiel unbedingt. Es ist super geil. Wie gesagt, mit einem perfekten Design. Die Gegner, die Umgebung, das Setting. Dazu noch die unnormal geile Musik. Der Soundtrack ist auch wieder bombastisch. Und dieses Gefühl, fuck man, ich hab's geschafft. Das gibt's für mich irgendwie, für mich persönlich, nur bei Dark Souls und halt jetzt bei Bloodborne. Ja. Es ist, Leute, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fällt auch im Nachhinein, jetzt so ein paar Monate später, fällt mir auch persönlich jetzt kein krasser Kritikpunkt ein. Und das ist halt das Ding. Ich wüsste jetzt nicht, was ich sagen würde. Das war aber scheiße. Scheiße war da gar nichts. Also Bloodborne Platz 3, 2, so wie ihr mögt, das ist für mich so auf einer Ebene. Ja, zu dem nächsten Part will ich gar nichts sagen. Die beiden Titel sollten klar sein. Jetzt ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge sie kommen. Ja, brauche ich gar nichts zu sagen. Also man weiß, welche Titel kommen. Wer es nicht weiß, wer es jetzt immer noch nicht weiß, der hat nicht aufmerksam zugehört, zugesehen und so weiter. Deswegen sage ich jetzt diesmal keinen Tipp. So, Leute, da wurde ich kurz unterbrochen. Ist auch scheißegal, ich wollte mich nur noch kurz von euch verabschieden. Wie immer, gerne eure Meinung zu den Titeln in die Kommentare schreiben. Eure Listen vervollständigen und wenn ihr Bock habt, könnt ihr trotzdem natürlich die Tipps abgeben. Wie gesagt, die beiden Titel sollten klar sein, nur halt in welche Reihenfolge sie kommen. Das ist halt noch offen, so ein bisschen zumindest. Aber auch da, wer genau zugehört hat, der wüsste eigentlich von Anfang an, was auf Platz 1 bei mir ist. Weil das stand von Anfang an fest. Platz 1 stand von Anfang an fest. Das war gar nicht dran zu rütteln. Alle anderen waren dann noch nicht so ganz klar. Gut, Leute, danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auch eine Bewertung da. Und auch an dieser Stelle nochmal danke für euren fetten Support bei der Reihe hier. Also wirklich ohne Scheiß. Super, super geil. Wir hören uns, haut rein und tschüss.